Maria Himmelfahrt in Vesperbild, das ist nicht nur der abendliche Gottesdienst. Es sind noch fast 4 Stunden bis zum Beginn und trotzdem strömen die Menschen schon in Scharen herbei. Ihr Ziel, die Mariengrotte mit dem Blumenteppich, ihre Hoffnung, dass die Seele Nahrung findet. Zum ersten Mal stehen an der Grotte den ganzen Nachmittag über Geistliche für Gespräche und gemeinsame Gebete zur Verfügung. Eine Idee, die im vergangenen Jahr schon geboren wurde. Ich war letztes Jahr mal an der Grotte, ich bin gar nicht mehr heimgekommen, weil die Leute, die wollten alle gesegnet werden, die wollten mit mir reden und so weiter. Da habe ich gedacht, da müssen wir unbedingt was machen, wir können die Leute nicht einfach so allein lassen. Am Abend dann feiern 5000 Menschen den Gottesdienst mit. Maria, so Weihbischof Florian Wörner, lehrt uns das Dienen, alles andere als altmodisch. Das Amt in der Kirche ist nicht zum Herrschen, zum Unterdrücken da, sondern immer ein Dienstamt. Und wenn ich jetzt hier stehe, mit prächtiger Kleidung, dann hat das nichts mit Herrschen zu tun, sondern das ist das Dienst. Auch das Dienen. Nicht im Sinne von Duckmäusertum oder Leisetretertum, sehr wohl aber im Sinne von Mut, die eigene Armut zu erkennen. Im Sinne von Mut, in die Wahrheit über sich selbst hinabzusteigen, zuzugeben, dass wir Sünder sind. Maria muss das nicht, aber wir, ich auch. Mut zu haben, einander und Gott zu dienen und dienen zu begegnen, das ist es doch, was unserer Würde und Berufung entspricht und unserem Leben Höhe und Niveau gibt. Was ist das Schönes, wenn man die Ärmel hochkrempeln kann und einem anderen eine echte Hilfe sein kann? Die Gemeinschaft im Glauben in Maria Vesperbild wird sich stets besonders sichtbar durch die Lichterprozession, in der die Menschen singend und betend zur Mariengrotte ziehen. Einmal weg von der Alltagshektik, sich wieder ausrichten auf den Himmel. Das tut ganz praktisch gut. Das kann ganz konkret so ausschauen, dass wir alles mit Gott beginnen, mit einem Gebet, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir uns bewusst machen, Gott ist der eigentlich Handelnde. Wir dürfen ihm zur Hand gehen, Werkzeug sein, unser Herz, unseren Verstand, unsere Hände, unsere Füße leihen. Und das entlastet uns. Eine Erfahrung, mit der auch tausende Gläubige an diesem Abend wieder heimgehen. Wir sind eigentlich jedes Jahr da und es gefallen eigentlich immer, darum kommen wir immer wieder. Ja. Immer wieder neu, inspirierend und alles. Ich war schon öfters hier und auch an Maria Himmelfahrt. Finde ich es besonders schön hier, die Lichterprozession und einfach, dass viele Gläubige sich hier versammeln und zusammen im Gebet vereint sind. Ja. Gibt Kraft. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es schon beeindruckend, also man spürt auch irgendwo die Gegenwart von Maria und das fand ich schön, ja. Was ist das Besondere für Sie hier an dieser Feier und an diesem Ort? Man kann so viel Kraft tanken hier. Das ist unglaublich, also unbeschreiblich viel Kraft und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, hierher zu kommen, es lohnt sich wirklich. Was gefällt dir besonders gut? Mir gefällt immer, wenn alle Lichter brennen. Also wenn es hier so dunkel ist und die Lichter, die bunte. An diesem Abend bleiben die Menschen an der Mariengrotte noch lange stehen, den Blick auf die Blumen gerichtet, das Herz zum Himmel.